Guten Abend, ich heiße Maria und heute möchte ich etwas Leckeres kochen. Es ist ein Salat, er schmeckt sehr gut und man kann den sehr leicht und schnell zubereiten. Und hier sind unsere Ingredienzen. Kalmarringen. Kalmar ist gekocht und fertig für unser Salat. Wenn wir Kalmar kochen, müssen wir aufmerksam sein und es nicht zu lange kochen. Weil dann kann er zu hart werden. Dann Karotte, Paprik, Blumenkohl und Brokkoli, Bohnen, Ingwer, Knoblauch, Sojasauce, Öl und Honig. Zuerst schneiden wir klein Ingwer. Und dann schneiden wir Knoblauch. Dann schneiden wir Karotte und Paprika in Streifen. Nicht zu lange, aber auch nicht zu kurz. Machen wir Öl und braten Gemüse etwa 2 Minuten bei starkem Feuer. Bohnen. Brokkoli und Blumenkohl. Vergessen wir nicht zu rühren, um unsere Gemüse nicht zu abbrennen. Und braten Gemüse etwa 2 Minuten. Jetzt setzen wir den Ingwer und Knoblauch. Geben unsere Kalmar. Wir braten noch für
halbe Minute und vergessen wir nicht zu rühren unser Salat. Und jetzt dazu geben wir Sojasauce. Ein bisschen Honig. Nicht so viel, um unser Salat nicht süß machen. Und berühren unser Salat. Und hier ist der Salat. Er sieht sehr gut und lecker an. Also, guten Appetit!